So, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Antichamber. Ja, ich habe ein paar Tage lang nicht gespielt. Ich spiele die Sachen ja immer so ein bisschen vor, damit ihr das mal so wisst. Und habe mal so ein bisschen analysiert, die Karte hier. Das bedeutet ja, dass es hier noch mehr Wege gibt. Mehr Wege, also wenn ich mir die Karte angucke, sieht es hier oben, sieht es noch zum Beispiel aus, könnte man noch irgendwo lang gehen. Hier unten ist Stopp. Hier kann man noch irgendwo lang gehen. Und genau darum geht es jetzt einfach mal in den weiteren Folgen, dass wir genau diese Wege versuchen zu erforschen. Ja. Jetzt gehen wir zu diesem Window of Opportunity zurück. Vielleicht erinnert ihr euch noch, hier sind wir rumgelaufen. Ziemlich am Anfang. Man konnte nicht dieses Ding hier angucken. Wenn man es nicht anguckt, dann ist es oben. Ja. So. Also, es muss hier auf jeden Fall noch irgendeinen dritten Weg geben. Weil wir machen das immer so. Wir sind am Anfang hier reingegangen und haben das hier. Ist das noch was anderes oder ist das genau das gleiche? Und es gibt ja noch ein Slenderness scheinbar. Zwei. Jetzt bin ich ja total verwirrt. Gibt es hier noch ein drittes Zimmer oder was? Und wir kommen wieder hier zu dem blauen zurück, wo wir gerade waren. Wir gehen jetzt erstmal zu dem roten. Roten. Grün. Ich habe hier keine Rot-Grün-Schwäche oder so. Grünes Zimmer. Perfekt. The world looks different on the other side. Ja, interessant. Also, ihr erinnert euch vielleicht an irgendeine andere Folge, ich weiß jetzt nicht genau welches war, da haben wir eine grüne Pistole gesehen und ich glaube jetzt zunehmend, dass wir diese grüne Pistole brauchen, um irgendwas bewegen zu können. Aber ich nehme mal hier diese ganzen Teilchen da einfach mal alle mit. Vielleicht kann man die immer noch irgendwie gebrauchen. Also die grüne Kanone hat bestimmt eine andere Funktionalität. Die haben wir dann irgendwann in einem Raum gesehen, da stand Escape, da war es dann zu Ende gewesen. Weil ich kann, hier bringt mir das nichts, wenn ich irgendwas einfüge oder so. Oder erinnert das hier schon was? Nee, gar nicht. Also nehm ich mal mit. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich alles wieder verlieren. Super. Ja, ich kann ja hier nicht lang, also muss ich hier lang durch diese Schleusen und zack, verliere ich alles. Okay. Aha, hat sich diese Tür geöffnet. Die Dinger kann ich mir hier wahrscheinlich wegnehmen. Und dann hier durchgehen. Scheiße, kann ich nicht. Also hat das hier irgendwas mit zu tun. Scheinbar. Oh! Nee, ich bin zu weit zurückgelaufen. Und hab das ganze Zeugs verloren. Ist es denn so, wenn ich jetzt hier kurz um die Ecke gehe, dass es dann gleich wieder alles da ist? Sonst wäre es bitter. Nee, dann muss man, glaube ich, wieder zurückgehen. Muss kurz merken, wo wir waren. Too many lasers, ja. Also nicht zu weit zurückgehen. Ich habe keine Ahnung. Kann ich das denn so da drüber setzen? Also scheinbar muss ich hier mir, wenn ich das hier versuche zu analysieren, so einen Durchgang basteln.
Das mache ich jetzt einfach mal gerade. Ey, ich finde das blöd, dass er sich hier... Ich habe gerade Probleme, dass er auf diese Höhe hier kommt. Muss ich mich dafür irgendwie draufstellen oder was? Ich will ja nicht als durch... Na. Ah. No, zu weit. Ich brauche auf jeden Fall 3 Stück, um da durchzugehen. Es geht nur darum, dass ich es ordentlich setze. Man sich irgendwie ducken oder so? Ich gehe jetzt mal gerade hier mehr oder weniger alle Tasten durch. Oder muss ich es mir in der Höhe bauen, dass ich da durchspringe? Das wäre ja auch kein Problem. Aber ich glaube, ich muss erstmal zurückgehen, damit sich das Ding öffnet. Ja, dann baue ich es einfach in die. Dann baue ich es einfach in die Höhe. Das ist ja jetzt kein Problem. Wobei das Problem bei der Höhe wahrscheinlich ist, dass ich es wieder nicht gleich ordentlich dass ich auf jeden Fall gleich nicht ordentlich hochbauen kann. So, ich bin gespannt. Oh Mann! Ich verblepper hier 8 Minuten der Zeit von so einer Folge an dieser blöden Tür. Und weiß noch nicht mehr, ob ich das richtig mache. Das ist doch scheiße. Aber so könnte ich hinkriegen, als mehr oder weniger durch Zufall. Da vielleicht genau durchspringe. Nee, so geht schon mal nicht.
Es ist auf jeden Fall irgendein krasses, schönes, nettes Rätsel hier. Nee, das bringt ja auch nichts. Ich laufe dann automatisch da rein. Also ich habe momentan keine Ahnung. Also das öffnet das doch Ganze. Super, jetzt habe ich auf den Außen nichts. Ich glaube, ich muss hier durch, ohne dass ich irgendeinen Laser berühre. Aber dafür habe ich doch viel zu wenig von diesem Zeug. Weil die Steine ja grün waren, könnte man auch daraus schließen, dass man... dahinter brauche ich, dass man diese grüne Kanone wieder braucht. Werden die auch lila, wenn man hinguckt? Ja. Ne, nur die an der Seite werden lila, nicht die, die auf mich zukommen auch. Also alles ist hier gefährlich. Ja, ich habe keine Ahnung gerade. Ich gehe mal lieber wieder zurück. Das ist jetzt sehr enttäuschend gerade, muss ich sagen. Finding Seams, das ist ja das, wo ich auch schon tausendmal rumgelaufen bin, wo ich einfach nicht erkenne, wo das gleiche ist. Nur so laufe ich immer im Kreis. Ja, Surroundings, bla bla bla. Ich bin wieder an derselben Sache. Ich habe keine Ahnung, Mann. Bin gerade so ein bisschen aufgeschmissen, so komme ich mir auf jeden Fall vor. In der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall an einer anderen Stelle ansetzen. Das hier, der grüne Bereich, wo wir gerade waren, wo wir jetzt hier noch zu diesem pinken können, der uns keine Ahnung was sagt. Hier steht auf jeden Fall die 2 und warum sie da steht, keine Ahnung. Ist es denn, wenn wir hier, warte mal, hier kommen wir ja in den pinken, ist es dann hier derselbe blaue Bereich? Ja, Window of Opportunity, ja, ja, das kennen wir alles schon. Also ich werde das jetzt erstmal wieder ein bisschen hier beenden und muss nachdenken. Tut mir leid, also ich habe in der Folge meiner Meinung nach quasi gar nichts hingekriegt. Hier an der Stelle muss ich unbedingt mal weiterarbeiten an diesem Not Enough Pieces. Da kümmere ich mich mal in der nächsten Folge rum. Ja, und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder oder bei einem anderen Let's Play. Macht's gut und bis dahin.